Namaskaram. Meine besten Wünsche an alle Erdbewohner an diesem Welttag der Erde. Nun, der Durchmesser der Erde beträgt etwa 12.600 Kilometer und ihr Umfang ist 38.600 Kilometer. Aber 87% des Lebens auf diesem Planeten spielt sich in nur 30 bis 38 Zentimeter oder maximal 46 Zentimeter Oberboden ab. Der Oberboden oder der Boden ist die Sahne dieser Erde. Leider wird diese Sahne sauer. Das nötige Leben, das es braucht, um diese Sahne lebendig zu halten und als Grundlage und Quelle des Lebens für uns alle, verschwindet schnell. Jährlich sterben etwa 27.000 Arten auf dem Planeten aus. Bei diesem Tempo könnten wir in den nächsten 30 bis 40 Jahren in ernster Gefahr sein. An diesem Tag wollen wir uns dafür einsetzen, dass es nicht so weit kommt. Denn wir stehen an einem Scheitelpunkt, an dem wir die notwendige Gelegenheit haben, dass wir als Generation, wenn wir uns entschließen, dies umkehren können in den nächsten 8 bis 12 oder maximal 15 Jahren. Dass jeder von uns kann in Aktion treten. Nun, ich möchte meinen Garten in Ordnung bringen, ich möchte mein Gemüse kompostieren. Das ist sehr süß von dir, aber es ist keine Lösung. Denn 70%, fast 70% der Erdoberfläche werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Und 4,2% sind städtische Flächen. Also sind insgesamt 76% des Landes entweder gepflügt oder gepflastert. Das Wichtigste ist, dass es mehr Photosynthese geben sollte. Photosynthese bedeutet, dass sie Kohlendioxid aufnimmt und Sauerstoff für uns und Kohlenstoffzucker für die darunter lebenden Mikroorganismen freisetzt. Bevor die Photosynthese vor fast einer Milliarde Jahren begann, lag der Sauerstoffgehalt auf diesem Planeten oder in dieser Atmosphäre bei etwas mehr als 1%. Eindeutig könnten wir darin nicht existieren, aber heute ist die Photosynthese oder die Fläche mit Photosynthese weltweit in den letzten 1000 Jahren um 85% zurückgegangen. Also das ist das Wichtige. Wir müssen in jeder Nation politische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Land entweder mit Pflanzen oder Bodendecken oder Sträuchern oder Bäumen bepflanzt wird, mit etwas Grünem, das dieses Wunder der Photosynthese vollbringt, das sowohl den Boden als auch die Atmosphäre bereichert. Den Boden mit Kohlenstoffzucker, die Atmosphäre mit Sauerstoff und außerdem wird das Wasser und die Feuchtigkeit im Boden gehalten, wo sie eigentlich sein sollten. Also nimm dir vor, am Welttag der Erde eine Quelle der Inspiration zu sein. Du wirst eine Quelle sein, die diese Bewegung anfeuert. Sorge dafür, dass die Welt über den Boden spricht. Denn der Boden ist die Grundlage für reines Wasser. Der Boden ist die Grundlage für saubere Luft zum Atmen. Der Boden ist die Grundlage für das Leben, das wir sind. Der eigene Körper, den wir tragen, ist Boden. Verstehen wir das jetzt oder erst, wenn wir begraben sind? Das ist die Frage an diesem Welttag der Erde.